Andrang bei der Eröffnung des FCM Totalfanlands in der Maxim-Gorki-Straße 42. Neben Matthias Tischer, Marco Kurt und den Neuzugängen Marius Sowieslo und Christopher Reinhardt, die fleißig Autogrammwünsche erfüllten, dürften es vor allem die neuen Fanartikel gewesen sein, die für einen vollen Laden sorgten. Eine Auswahl, von der sich auch ein gestandener Spieler wie Marco Kurt beeindruckt zeigte. Richtig schön. Also ich war jetzt kaum mit großen Erwartungen jetzt gekommen. Dachte, okay, fährst jetzt mal dahin. Und das ist schon einzigartig, muss ich sagen. Sortiment ist riesengroß. Wir reden ja immer noch von einem Viertligisten, leider. Und das ist richtig super. Neuer Laden, größeres Sortiment. Nachdem in letzter Zeit immer mal wieder neue Artikel angeboten wurden, erweitert sich die Fanshop-Auswahl mit der Neueröffnung nochmals um 25 Artikel. Unter anderem sind wir sehr stolz auf die FCM-Kultjacke, die wir auch gemeinsam mit Fans entwickelt haben. Ist diese Woche zum Eröffnungspreis zu haben, also einfach mal reinschauen. Wir haben viele andere neue Artikel, wie zum Beispiel einen Rollkoffer da, bin ich auch ganz stolz. Den gibt es neben dem ersten FC Magdeburg Plus beim HSV. Wir hatten noch eher heute im Laden als der Hamburger Sportverein. Dann haben wir weiterhin dabei zum Beispiel Flipflops, ist vielleicht auch was ganz Witziges, unten mit dem ersten FC Magdeburg. Wenn man mit der Sohle irgendwo im Sand lang geht, bleibt das erste FCM weiterhin vertreten, also kann man dann an der Küste verewigen. Wir haben, was haben wir noch alles dabei? Neue Schuhe haben wir dabei im Angebot, also Sneakers haben wir dabei. Dann haben wir Hissfahnen dabei, kleine Fahnen für Kinder dabei. Viele Kinderartikel auch, gehen wir weiter rein. Dass wir Rucksäcke haben, große Schulrucksäcke, Sportbeutel, Tragetaschen. Also diese ganze Auswahl. Also wir versuchen das immer weiter in die Breite zu bringen, dass wirklich auch jeder Fan etwas findet, was ihm gefällt. Den Fans scheint sowohl der neue Laden als auch die zahlreichen neuen Artikel zu gefallen. Ja, eigentlich alles. Die Aufteilung finde ich gut. Aus dem kleinen Laden, das mir viel rausgeholt. Ein sehr gutes Angebot. Es sind viele neue Sachen, neue Artikel, die ich vorher nicht gekannt habe. Gefällt mir. Das bestätigt den Eindruck von FCM-Totalchef Andreas Müller. Ja, wir haben natürlich auch das erstmal ein bisschen vorsichtig beäugt. Wie wird das sein, wenn wir diese Mitteilung rausgeben, dass wir nach Stadtfeld ziehen? Wir hatten gedacht, es kommt vielleicht viel negativere Informationen rüber, die sagen, Mensch, bleibt am alten Standort. Aber insgesamt gesehen sehr positiv. Also ich denke mal so zu 95% sind doch die Fans sehr positiv aufgeschlossen, dem neuen Laden gegenüber. Wir haben es heute gemerkt, dass wirklich schon über 100 Gäste heute hier drin waren und auch Kaufwillige dabei waren. Und ich sag mal, es ist einfach mal was Neues, auch unser neuer Laden. Wir sind vorher in den Laden eingestiegen, wo der Vorgänger drin war. Und wir wollten jetzt einfach mal auch was Eigenes, eine eigene Note vielleicht auch mit reinbringen in den Laden. Der Umzug für das Team von FCM total notwendig, um ganz Magdeburg abzudecken und die immer mehr werdenden Artikel auf 75 Quadratmetern Verkaufsfläche ansprechend zeigen zu können. Wir wollten einen neuen Laden haben, um uns einfach besser zu präsentieren. Das können wir hier in Stadtfeld ganz wunderbar. Auch hier haben wir ja ein neues Domizil gefunden, im bevölkerungsreichsten Stadtteil von Magdeburg. Wir sind ja schon bereits im Norden und Süden der Stadt Magdeburg vertreten mit den Edeka- bzw. Markkaufmärkten. Und wir haben uns eben auch gesagt, im Zentrum selber sind wir auch mit drei Partnern vertreten, mit der Volksstimme unter anderem, Sport Friedrich und Magdeburg Souvenir. Und wir wollten eben auch den Westen der Stadt Magdeburg abdecken. Das haben wir hier eben gefunden. Und zeitgleich wollten wir vielleicht auch ein bisschen den Preis mal so ein bisschen harmonischer gestalten, was die Miete betrifft. Ich denke, wir können das Geld, was wir jetzt hier einsparen, wieder für neue Fanartikel umsetzen. Und ich dachte mal, der erste Tag heute stimmt uns schon sehr positiv, wie viele Leute hier heute schon waren, neugierig waren und auch eingekauft haben. Neben dem eigentlichen Fanladen gibt es aber auch weitere Anlaufstellen für Fans des ersten FC Magdeburg. So etwa im Marktkauf. Was verbindet uns? Das ist immer eine gute Frage. Wir kommen vom Einzelhändler, haben mit dem Fußball eigentlich wenig zu tun. Aber wir sind seit 20 Jahren in der Stadt Magdeburg ansässig. Und aus dem Grund verbindet uns nämlich sehr viel. Der FCM hat Fans, viele Fans. Wir haben viele Kunden. Und da ist eigentlich schon eine große Verbundenheit da. Und die Nachfrage der Kunden nach Artikeln vom ersten FC Magdeburg war eigentlich immer da gewesen. Und über Herrn Seguin haben wir dann den Weg gefunden mit dem Herrn Müller zusammen, da gemeinschaftlich ein Geschäft draus zu machen, um auch wir, dass wir als Marktkauf auch den FCM dabei unterstützen, ne, bei der weiteren Tätigkeit halt, ne, beim weiteren Sportbetrieb. Denn wir verkaufen die Artikel recht gut, unsere Kunden nehmen das sehr gut an, ne, und wir sind auch ständig in Kontakt hier mit Herrn Müller. Alle Neuheiten, die der Laden führt, haben wir eigentlich relativ zügig dann bei uns auch im Geschäft, und die Kunden erfreuen sich dann auch, und es ist immer reger Betrieb bei uns auch an den Stand vom FCM. Welche Artikel findet man denn bei Ihnen zum Beispiel?
Also sag mal, wir sind vom Sortiment her auch sehr breit aufgestellt. Es geht über die T-Shirts, Sweatshirts, über Jacken, bis auch zu den kleinen Artikeln, wie jetzt die Brotdosen, die bei uns sehr gut laufen für die Kinder, sag ich mal, hauptsächlich die Artikel, über das Hygieneset, Schals, also im Prinzip die volle Bandbreite. Auch weiterhin soll sich das Angebot von Fanartikeln vergrößern. So ist zum Beispiel eine intensivere Zusammenarbeit mit Ulsport geplant, um neben den Trikots weitere Utensilien, die auch die Spieler benötigen, wie etwa Trainingshosen oder Sporttaschen, anbieten zu können. Für alle auswärtigen Fans des FCM gibt es natürlich auch weiterhin die Möglichkeit, sich im Onlineshop mit Fanartikeln einzudecken. Unter www.fcmtotal.de werden auch die neuen Artikel demnächst online erhältlich sein. Zum Schluss noch eine besondere Überraschung. FCM TV und FCM Total verlosen bereits jetzt ein neues Trikot für die Saison 2012-13. Sobald diese in den offiziellen Verkauf gehen, kann sich der Gewinner über sein neues Trikot freuen. Schreibt einfach eine E-Mail an tv@fc-magdeburg.de. Unter allen Einsendungen wird ein Gewinner ausgelost und von uns benachrichtigt.